Lieben, Katrin hier und ihr seid auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet. Und heute habe ich mal eine Review für euch. Und zwar vom ersten Damit Adler Bild, das ich beendet habe. Schon ein paar Wochen her. Aber nicht dem ersten, das ich angefangen habe. Aber das erste, das ich tatsächlich zu Ende gemacht habe. Und ich möchte es euch zeigen. Es ist so wunderschön. Es ist A Mother's Love von JoJo Arts, also von Damit Art Club. Ein Bild von JoJo's Arts, lizenziert natürlich von Damit Art Club. Und auch dieses Bild hat, wie so ein, zwei andere von ihm, eine Botschaft. Ihr seht es schon. Es ist ein sehr trauriges Bild eigentlich, aber wunderschön. Und zwar geht es um die Buschbrände in Australien und das ist eine Koala-Mama, die ist schwer verletzt, sie hat hier auch Wunden, die im Bild jetzt im Video so gut sieht. Und das kleine Koala-Baby und sie liegt da und beschützt ihr Koala-Baby. Ob sie tot ist oder nicht, möchte ich eigentlich gar nicht wissen, glaube ich. Hinten haben wir, das ist wirklich traurig, den verkohlten, noch schwelenden Wald. Wir sehen, dass eine richtig Tiefe geschaffen wird, ja, also mit Farben eben. Und hier vorne haben wir noch Glut, die vor sich hin glimmt und hier auch Funken sprüht. Von diesem Bild wird ein Teil gespendet. Wie viel habe ich jetzt gerade nicht im Kopf? Das steht aber bei Damit Art Club auf der Seite. Für den Australian Wildlife Fonds, der eben hilft, verletzte Koalabären und Kängurus bei nachwährend Waldbränden in Sicherheit zu bringen und zu versorgen. Und das finde ich dann auch natürlich super, wenn ein Teil davon tatsächlich auch einem guten Zweck zugute kommt. Ja, ich, wie gesagt, ich musste mir ein bisschen die Tränen verkneifen beim Painten am Anfang, später ging es dann. Aber es ist ein wunderschönes Bild und ich finde, man sollte auch vor solchen Dingen nicht die Augen zumachen. Es gibt Naturkatastrophen und es liegt mit an uns zu helfen und was zu tun. Wir sind ja auch die das anrichten eigentlich, ne? Aber das wird jetzt zu politisch. Okay, was wir hier auf dem Bild sehr gut sehen, ist auch der Einsatz von AB-Steinchen, diesen Aurora Borealis-Steinchen, die ich jetzt auch schon ein paar Mal beim Unboxing gezeigt habe. Wer die noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch hier oben mal meine Playliste zum Unboxing. Wenn es ein Diamond Adler Bild ist, sind eigentlich immer Aurora Borealis-Steinchen dabei und da erkläre ich das auch noch. Und zwar hier oben haben wir weiße Aurora Borealis Steinchen hier komplett. Und darum hebt sich die Mutter auch so ein bisschen strahlend vom Hintergrund ab und leuchtet so, als wäre sie vom Feuer angeleuchtet und würde so einen Schutz im Grunde genommen auch über das Baby legen. Ne? Hier, ganz gezielt. Ich finde, das wirkt ganz großartig und gibt dem ganzen Bild richtige Tiefe. Und auch hier vorne in den Feuern, hier und hier die Funken, ne? Das sind auch Aurora Borealis Steinchen drin. Und zwar rote, so rot-orangene sind das. Und sind rot. Und die hier vorne auch hier so ein bisschen. Das erweckt genau diesen Eindruck, dass da noch was glüht, was schwillt, ne, und hebt das so hervor. Ich finde, perfekt eingesetzt. Das Ganze gibt dem Bild Tiefe, erweckt es zum Leben. Und es war auch mal wieder ein Vergnügen, es zu painten vom Painten her. Es sind runde Steinchen. Ich hole es mal ein bisschen ran. Es sind runde Steinchen. Guckt euch mal, wie das glitzert. Guckt euch mal den Sparkle an. Auch da, wo keine Aurora Borealis Steinchen sind. Es ist großartig. Es sind runde Steinchen. Ich habe jetzt leider schon downgekittet, also die Steinchen schon verräumt. Aber es waren eine Menge übrig, mehr als genug. Also selbst wenn gerade in den dunklen Steinchen da ein bisschen Abfall dabei ist, also Steinchen, die nicht so ganz der Größe entsprechen oder wo eine Kitsche drin ist, macht das gar nichts. Aber es war kaum. Selbst bei den dunklen Farben hier war nicht viel, ganz wenig, dass ich Steinchen entsorgen musste. Und ich werde auch ein bisschen picky. Ja, aber ganz wenig. Es ist wirklich großartige Qualität gewesen wieder. Und auch die Leinwand. Es ist 56 x 41 cm groß.
Ich bin am Überlegen, wie ich das rahme. Wahrscheinlich werde ich es auf Leinwand ziehen. Ja, mal gucken, ob ich eine Leinwand finde, die die Größe hat. Mein Problem bei auf Leinwand ziehen ist, dass ihr ja über die Ränder der Leinwand, die steht, ist ja ein bisschen höher, ne? Ein Stückchen eben drüber klappt, sozusagen, dass man an der Seite das auch noch sieht, sodass ihr immer davon ausgehen müsst, dass ihr hier so einen Rand nicht seht, beziehungsweise nicht von vorne seht, nur von der Seite. Und da muss ich mal gucken, wie das dann mit den Feuern wirkt, ob die dann noch so rüberkommen wie hier. Ich gucke mir das an und wenn ich mich dafür entschieden habe, es auf Leinwand zu machen oder auch wenn ich es normal rahme, nehme ich euch natürlich total gerne mit. Ich glaube, das ist immer ganz spannend zu sehen, wie die Lösungen sind für, um sich das an die Wand zu hängen, ja? Und wirklich zu rahmen und anschauen zu können. Das werde ich mit dem hier auf jeden Fall tun. Ich werde es auch nicht verschenken, sondern ich werde es bei mir hier in die Wohnung hängen. Weil ich ja, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Australien-Fan bin und ja, mich auch immer wieder daran erinnern möchte, auf was wir aufpassen sollen. Und ich finde es einfach wunderschön und ganz prima. Ach, ich bin verliebt. Es war wirklich großartig. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf der Leinwand zu painten. Tolles Gefühl. So, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen näher dran. Und ich gehe mit euch mal durch. Hier oben haben wir den Wald. So, ne, da sehen wir auch hier schon ein bisschen von der Mutter, von den Abis, wie sie funkeln. So, hier oben hat die Katrin nicht ganz so gerade gepaintet. Da sehen wir hier meine ersten Versuche tatsächlich auch mit dem Multiplacer. Das hat nicht so gut geklappt. So, dann sehen wir hier schon ein bisschen Glut. Ne? Mal wieder hier so ein bisschen rüber. Also, ne, hier sehen wir schon ein bisschen vom Baby auch. So, hier sehen wir schon wieder so ein bisschen Sparkle. Jetzt schiebe ich euch mal ein bisschen hoch. Und hier sehen wir nämlich jetzt an den Feuern. Ne, hier seht ihr die EB-Steinchen in Rot. Hier. Und jetzt wird es schwierig. Hier sehen wir jetzt auch den Rest von der Mutter. Ich möchte das mal so ein bisschen reinholen, die zwei. Ganz toll. Und hier unten. Oh. Hier unten sehen wir den Rest von der Glut und vom Feuer. Also Spitzenqualität, die Steinchen halten noch. Ich habe es nicht versiegelt und ich werde es auch nicht versiegeln, weil wenn ihr damit Artlab versiegelt, verliert ihr die lebenslange Garantie. Dementsprechend werde ich es nicht versiegeln und so lassen. Das ist bei Diamond Art Lab einfach nicht nötig, wie gesagt. Und ihr verliert sonst die Garantie auf die Leinwand. Gehen wir nochmal ein Stückchen raus. Na, hier haben wir das Bild nochmal im Ganzen. Ich habe nicht so lange dran gepaintet. Für meine Verhältnisse, ich meine, gesagt, da war ich noch nicht so schnell wie jetzt auch. Ich habe, glaube ich, 10 Tage. Dann war das fertig. 8 bis 10 Tage. Müsste ich nochmal nachgucken. Und ich habe das neben einem anderen Painting gemacht, wovon ich nicht so begeistert war. Und ich brauchte ein Erfolgserlebnis. Ich brauchte etwas, was ich gerne mache, wo ich Spaß dran habe und mich nicht dauernd ärgere. Und das war das hier. Ne? Das war so mein Ausgleich. Es hat 28 Farben. Sehen wir hier. Natürlich, ich kann euch auch nochmal die Liste zeigen. Dazu gibt es auch kein Unboxing leider, weil da habe ich noch nicht dran gedacht, einen YouTube-Kanal zu dem Thema zu machen oder mich daran zu versuchen. So, 28 Farben und wunderschönes Bild, das ich wie gesagt demnächst rahmen werde. Ihr habt gesehen, ihr sagt, ihr wollt mehr von den fertigen Bildern auch sehen. Ich werde auch einen Monats- oder ein Jahres-, einen Quartalsrückblick machen demnächst. Wenn ihr mehr von solchen Reviews sehen wollt, von mir fertiggestellten Bildern, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen hoch. Das gibt mir die Information, dass ich weiß, ey, davon wollt ihr mehr sehen und euch eben solchen Content dann auch noch produzieren bzw. liefern kann. Ne? Dann weiß ich einfach Bescheid, woran ihr Spaß habt und was ihr mehr sehen möchtet. Das Bild ist wieder verfügbar aktuell.
zumindest vorbestellbar. Ja? Im Moment sind sehr viele Sachen bei Diamond Art Lab vorbestellbar, aber auch immer mehr wieder auf Lager auch. Die haben natürlich auch ob der großen Anfrage jetzt auch, weil viele Leute Diamond painten und auch die Qualität von Diamond Art Lab sich einfach durchsetzt. Und natürlich Corona und Lieferbedingungen und sowas. Haben die ein bisschen leeres Lager gehabt eine Zeit lang jetzt. Einige Sachen, wie gesagt, sind vorbestellbar, andere sind auf Lager. Passt da nur auf, dass ihr nicht beides gleichzeitig bestellt, weil dann wird auch das, was auf Lager ist, erst dann bestellt, wenn das andere da ist. Steht aber im Warenkorb auch immer dabei. Für die, die nicht so gut Englisch können. Geht einfach mit dem Chrome, also mit dem Chrome-Browser von Google, nicht mit dem Explorer, wobei da dürfte es auch gehen. Und dann gibt es Übersetzer. Ja, also man kann die Seite sich übersetzen lassen. Der Browser zeigt euch oben dann an. Möchtest du diese Seite übersetzen lassen? Macht das. Ja, dann habt ihr überhaupt keine Probleme. Dann könnt ihr euch die Seite auf Deutsch angucken, die übersetzten Texte. Und dann klappt das auch ein bisschen besser. Ich habe euch einen Link unten in die Infobox gepackt zu diesem Painting. Wenn ihr das haben möchtet, dann könnt ihr darüber zugreifen. Und wer noch nie bei Diamond Art Lab bestellt hat, der kann über meinen Link auch 15% sparen. Dafür kriege ich ein paar Pünktchen und kann die nächsten Bilder für euch mit ein bisschen Rabatt shoppen und euch dementsprechend auch mehr Bilder zeigen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen oder hören, je nachdem. Und wünsche euch bis dahin einen total schönen Tag. Macht's gut, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, bleibt kreativ, aber vor allen Dingen bleibt immer total entspannt. Bis dahin, see ya!